Hi zusammen, ich bin's wieder. Heute mal wieder ein Tag von mir. Hab ja in der letzten Zeit nicht so viele Tags gemacht, deswegen mache ich heute wieder einen Tag, weil den Arsch juckt. Ja, auf jeden Fall mache ich heute den Tag Things About Me. Und den habe ich halt wieder bei der Darwin gefunden. Und ich wurde nicht getaggt, ich mache ihn einfach so und deswegen fange ich an. Das sind insgesamt 21 Fragen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und dann fange ich mal an. Beschreibe dich in 3 Wörtern. Also ich würde mal sagen, nett, ungeduldig und kreativ. Dann, wie fühlst du dich, wenn du mit der Kamera sprichst? Also, am Anfang, also von meinen allerersten Videos, fand ich es richtig komisch und ungewohnt. Aber jetzt mit der Zeit, ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt normal ist, aber mit der Zeit, ja, man gewöhnt sich dran und so schlimm finde ich es jetzt auch nicht mehr. Also, okay, ist ganz normal eigentlich. Dann drittens, was magst du nicht an deinem Aussehen? Meine Zähne und meine Füße vielleicht, ja. Ohne welches Produkt willst du nicht rausgehen? Ich habe jetzt kein Lieblingsprodukt und ich schminke mich auch nicht oder so, also vielleicht ohne, ja okay, ohne Haargel will ich auch rausgehen, seht ihr heute. Hab meine Haare heute nicht besonders gerichtet. Ja. Machst du etwas, obwohl du es nicht kannst? Wenn ja, was? Ich würde sagen, zum einen singen. Also ich singe immer und überall ständig. Ich kann es aber nicht. Und zum zweiten, ja, wie gesagt, wie schon im Get Your Freak On Tag. Manche sagen, ich kann nicht klingen, aber ich denke, ich kann es. Auf jeden Fall, ja, die 2 Sachen. Was würdest du gerne an dir ändern, tust es aber nie? Ich will schon lange mal ein bisschen abnehmen und meine Haare wieder ein bisschen wachsen lassen, aber ich mach's irgendwie nie, weil ja. Was magst du nicht an anderen Menschen, wenn sie so einen auf cool tun? Oh, oh, yo, Alter, ich bin der King und du bist nix, ich Chef, du nix. Ja, so einen auf groß machen und ja, das mag ich gar nicht. Nenne 4 Dinge, die du gerne machst. Fotografieren, jetzt mittlerweile Videos drehen, rausgehen, drittens und viertens chillen. Ja. Gibt es ein kleines Stück, welches du nicht magst, aber trotzdem trägst? Nein, also wenn mir was nicht gefällt, dann ziehe ich es nicht an. Eigentlich alle Kleidungsstücke, was ich habe, die gefallen mir, deswegen, ja. Wie wichtig ist dir das Aussehen? Also mir ist Aussehen schon eigentlich sehr wichtig. Ich weiß nicht, man sollte halt schon relativ gut aussehen, das heißt auch gepflegt vor allem. Und nicht jetzt irgendwie sich einfach so gehen lassen und einfach scheiß auf alles. Und deswegen, ja, also Aussehen ist eigentlich schon relativ wichtig, aber vor allem halt dann das gepflegte Aussehen und nicht jetzt irgendwie so aufgetakelt sein, sondern man sollte halt normal und gepflegt und gut aussehen. Dann gibt es etwas, was du sammelst. Ich sammle nichts. Nee, ich habe früher mal gesammelt, so Yu-Gi-Oh! Karten oder sowas, aber jetzt sammle ich nichts mehr. Was tust du, wenn dir keiner zuschaut? Tanzen und ja, singen halt. Aber, ja. Dann, welche Farben trägst du gerne auf deinen Nägeln? Ich trage keine Farbe auf meine Nägeln. Ich lackiere meine Nägel nicht. Ja, bin halt ein Junge, deswegen, ja. Nenne 3 Dinge, die dir am anderen Geschlecht gefallen. Mir gefällt vor allem 3 Dinge, die mir gefallen. Was mir gefällt, zum einen, dass die Mädchen, die Frauen immer beschützt werden möchten, das finde ich ganz cool. Dann der Style. Keine Ahnung, und auf jeden Fall halt die Haare. Ja, weil richtig lange Haare, da kann man richtig geil drin rumwuscheln. Und ja, das finde ich eigentlich, ja, die 3 Sachen gefallen mir eigentlich, obwohl das jetzt keine 3 Sachen sind, weil mir fällt wirklich in Wirklichkeit nichts. Eine wirklich Möglichkeit. Ja, deswegen ja. Dann, mit was kommst du nicht klar? Wenn man andere richtig mobbt, beziehungsweise wenn man selber richtig gemobbt wird,
ich weiß nicht, da eigentlich sollte man drüber stehen und so, aber irgendwie trifft mich sowas dann trotzdem und ich kann es auch nicht sehen, wie der andere gemobbt werden. Und wenn man einfach nur tatenlos da zusteht und zuschaut und nichts macht, das, ja, sowas kann ich nicht leiden. Welche berühmte Person bewunderst du? Ich bewundere keine berühmte Person, ich habe jetzt nicht in dem Sinne irgendwie so, boah, riesen Vorbilder oder so. Ich mache mein eigenes Ding und ja, ich bewundere jetzt nicht irgendjemand. Ich bewundere niemand. Bestimmtes als berühmte Person. Ja. Dann, was ist deine größte Angst? Zu sterben, das ist meine größte Angst, beziehungsweise dass jemand in meinem Umfeld stirbt, mit dem ich viel zu tun habe und den ich sehr gern habe oder liebe oder meiner Familie, das sind meine größten Ängste. Dass halt jemand was Schlimmes zustößt, beziehungsweise mir selber auch. Dann, was bedeutet Glück für dich? Für mich bedeutet Glück, dass man einfach glücklich ist. Das heißt, man kann sagen, man hat alles oder man ist halt zufrieden mit dem, was man hat und man hat eine Familie, die zu einem hält und Freunde und ja, das bedeutet halt Glück. Was planst du schon lange, aber hast es immer noch nicht getan? Ich plane eigentlich schon lange, dass ich mal wieder nach Berlin fahre, beziehungsweise mal richtig schön Urlaub, aber alleine halt schlecht zu machen, deswegen mit meinen Eltern plane ich das halt schon länger, aber bis jetzt hat es noch nicht eingetroffen und ja. Dann nenne etwas Merkwürdiges über dich. So merkwürdig bin ich jetzt auch nicht, aber ja, weiß nicht, was jetzt merkwürdig ist. Merkwürdig, weiß nicht, ob das jetzt merkwürdig ist, aber wenn ich ein Lied kenne oder ein Lied neu entdeckt habe und ich fange an, das zu singen, ich höre nicht auf, das zu singen, ich singe das den ganzen Tag. Einfach den ganzen Tag, ich kann nicht aufhören, das zu singen und das ist vielleicht etwas Merkwürdiges über mich, aber sonst weiß ich jetzt nichts. Dann 21, wen taggst du? Also ich tagge alle, die mir hier jetzt zugeschaut haben bei dem Video und dann noch zwei bestimmte Personen. Das wäre zum einen mal 10 Mrs. Curious oder Kurios auf Deutsch und dann noch zum zweiten Iriova. Die zwei tagge ich und dann halt alle, die jetzt zugeschaut haben, könnt alle gerne mitmachen. Und ja, den Tag habe ich halt wieder von der Darung gefunden. Das war's eigentlich mit dem Video. Obwohl, ich habe noch eine Frage und zwar habe ich jetzt in letzter Zeit ein paar Kommentare bekommen in Sachen Fotografieren und zwar würde mich ja mal interessieren, was ihr davon haltet, wenn ich ein Video drehe über meine Kameraeinstellungen, über meine Kameras, über mein Equipment und so und dann vielleicht auch noch dazu angelehnt mein Video-Equipment und wie ich hier so alles drehe und wie es aussieht halt, wenn ich hier vor der Kamera hocke. Wenn euch das interessiert, dann schreibt es mir mal in die Kommentare rein und dann werde ich schauen, dass ich das in nächster Zeit dann drehe und euch dann zeige. Und ja, dann danke ich euch einfach fürs Zuschauen und habt noch einen schönen Sonntag, wie immer halt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.